Oh Leute, ihr müsst jetzt ganz stark sein. Ihr wisst ja, wenn mal wieder eine Folge Chill in the Basics kommt, dann wird hier auf dem Kanal extrem auf bayerisch rumgebrüllt, geflucht und gesoffen. Aber dieses Mal, wenn ich mir das Drehbuch so anschaue, merke ich schon, es wird ein bisschen härter als sonst. Aber ja, das Thema gibt auch sehr viel her. Wie immer muss ich sagen, bist du Fan von Castingshows zum Beispiel? Das ist nicht schlimm. Dieses Video soll nicht dein Unterhaltungsmedium irgendwie schlecht reden oder so, sondern dient eben auch nur zur Unterhaltung. Also packt gefälligst euren Humor aus, Mann! Russisch ist ähnlicher zu Deutsch als bayerisch. Was? Ich meine natürlich, Gewalt ist natürlich nicht gut, sowas sollte man nicht in einem Video darstellen, aber egal. Egal! Okay, jetzt geht's los, viel Spaß mit Chill Deine Basics, auf geht's! Yahoo! Chill Deine Basics! Paulus, was ist denn los? Mein Mast ist ja schon wieder leer! Sepp, du hast schon 4 Liter getrunken! Denkst du nicht, es wird langsam Zeit nach Hause zu gehen? Sag mal, was soll denn das jetzt schon wieder? Warum ritzen du meinen Bierkonsum schlecht? Hast du einmal erlebt, dass irgendeine Geschichte vom Wochenende mit den Worten begonnen hat? Letzten Samstag, meine Jungs und ich, wir haben uns zusammengehockt und jeder hat für uns locker ein frisches Glas Milch getrunken. Ja, sicher nicht! Auf geht's, Alois, zapf mir jetzt ein helles! Sepp, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Geld. Ach ja, und ich sehe auch, was du nicht siehst und zwar... Scheinbar schon doppelt. Alois, warum müssen wir eigentlich immer streiten? Was soll denn das? Am Ende vom Tag speibe ich dir sowieso wieder unter den Tisch. Jau! Ja, saugeil, was machst denn du hier? Das ist ja mega! Mei, ist sehr schön zu sein. Ich freu mich vor ihm. In der Tag kann geil werden. Komm, jetzt trinken wir mal miteinander, oder? Ich geb dir einen aus. Alois, am Arsch, mein Lieblingsspätzle. Wir haben nicht einmal 14 Uhr. Vielleicht doch lieber erstmal einen Radler, oder? Alois, du frisst gleich richtig Schwanz. So, jetzt aber. Über was wollen wir denn heute so schön reden? Was ist deine Meinung zu den heutigen Castingshows? Was? Über den Scheiß magst du heute reden? Magst du wirklich mir aufregen? Oder da muss ich. Das ist doch wirklich. Ja gut, dann reden wir mal drüber. Auf geht's. Seit den frühen 2000er sind Castingshows im deutschen Fernsehen gang und gäbe. Die Idee ist dabei, dass eine Jury von ein paar Leuten hinterm Tisch hockt und die beleidigen dann random ein paar Idioten, die bei der Show mitmachen. Und aus den ganzen Vollidioten wird dann eine kleine Gruppe aus Haumtauchern zusammengestellt, die dann gegeneinander antreten. Und wer dann den ersten Platz erreicht, dieser Mann wird dann gefeiert und ein Jahr später kann sich kein Mensch mehr an seinen Namen erinnern. Leck mich doch am Arsch, das klingt doch einen saugeilen Unterhaltungsprinzip, oder? Da kriegt man doch richtig Bock, gleich mal sich so eine Woche freizunehmen und alle Staffeln von DSDS durchzubinge-watchen, oder? Am Arsch! Das ist der größte Scheiß, das ist das Schlimmste, immer die gleichen Fressen zu sehen in der Jury. Da gibt's immer einen schon mal, der kann nicht einmal richtig teilen. Oh Junge, das war wirklich das Geilste, was ich je gesehen habe. Also für mich bist du jetzt schon ein Star. Ich muss mal schon weinen. Das ist wirklich Entertainment. Nimm mal einen Gliedl aus mir und red mal ordentlich, du Arschloch! Als nächstes haben wir die Frau, die männlichen Zuschauer bei der Stange halten soll. Ich weiß gar nicht, warum ich hier bin, aber Hauptsache ich bin von der Straße runter. Leg mir mal Arschtasche her, kriegst du keinen Recall von mir. Und dann natürlich noch unser Lieblingspappenheimer. Hey Dieter, geh mal bullen! Also ich finde dich ja mal mega scheiße. Du singst, als hättest du einen Korken im Arsch und jetzt kommt die Scheiße oben raus. Dieter, weißt was? Vielleicht reißt du jetzt mal ein Backerl, holt die Fresse auf und gönnst uns mal ein bisschen Sendepause von deinem Gesicht. Aber das Schlimmste an Castingshows ist folgendes. Okay, nun ist der Moment gekommen. Für einen von euch beiden geht es morgen ganz normal wie gewohnt weiter. Der andere muss leider seine Koffer packen und sich verpissen. Oh, scheiße. Okay, ich mache es kurz. Sepp. Was? Warum ich? Nein, nein, nein. Lass mich ausreden. Sepp. Ja? Du hast dich wirklich gut in den letzten Tagen verbessert. Nur vielleicht nicht gut genug. Und was heißt das jetzt? Lass mich ausreden. Ey, was ist denn da los? Gäbe es so einen Supercut von allen Szenen aus DSDS oder Germany's Next Topmoppel, wo nichts gesagt wird? Nur spannende Musik und irgendwelche blöden Kamerafahrten, die so zu schauen, dass locker 2,5 Jahre dauert. Wie gesagt, nur einer von euch kann gewinnen. Und der Gewinner ist... in... diesem Fall. Heute. Ja, das wäre gut, wenn die Antwort noch heute käme. Wer jetzt den Beer Contest 2020 gewonnen hat, erfahrt ihr nach der Werbung. Okay, jetzt komm her, du Hundsverrückter Krippel, du! Und gerade als ich doch top ist, kann nimmer schlimmer werden, kommt die nächste Scheiße um die Ecke. Nein! Bitte! Bitte nicht! Heidi Klump, eine Frau mit einer Gießkannenstimme, die so krass ist, dass jedes Glasel zerreißt. Heute macht jetzt
Aber jetzt kommt das Allerdämlichste. Wie anfangs schon erwähnt, ist ja eigentlich der Sinn von Castingshows, dass am Ende einer gewinnt und der kann eine riesen Karriere beginnen. Aber ist das so, als alle die SDS-Gewinner Superstars oder was? Keine Ahnung, mach mal einen Test. Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder und du musst schauen, ob du die Namen noch kennst. Ich bin echt gespannt. Auf geht's. Hast, ohne Scheiß dann. Dann hast du wirklich keine Kontrolle über dein Leben. Das ist. So ist es heute, gell? Naja, egal. COW, du tust es da irgendwie an Wendler einschneiden oder so. Bulli, ich komm zu dir, ich hau dir eine blöde Influencer-Fresse ein. Egal! Doch das Allerschlimmste für diesen Casting-Show sind die Editor und weißt du auch warum? Machen wir mal ein Beispiel. Mir fällt zum Beispiel hier zwei Indianer auf den Tisch. Das ist nichts, was den normalen Zuschauer vor den Empfangsgeräten die Socken aus dem Fenster ausblasen. Aber die Leute aus dem Sender, die sind nicht blöd, die machen also sowas draus, pass auf. Ja, leg mich doch am Arsch, da ist dem Sepp sein Glückscent aber gefallen. Dieser Cent ist kein normaler Cent, wie wir alle vom ersten Casting noch wissen. Ach, den habe ich von meiner Oma, der bedeutet mir einfach alles. Der bedeutet mir einfach alles. Wird dieser Schicksalsschlag unseren vielleicht zukünftigen Superstar aus der Bahn werfen? Das sehen wir nach der Werbung. Ihr Pissbirnen, was ist denn da los? Wie geht's jetzt weiter? Ich will das wissen, Sir. Ja, Luis, es reicht in Güte. Warum liebst du denn wirklich die ganzen Live-Presenter Bock einmal ordentlich und ohne rechts und ohne links draufhauen? Gib doch lieber mir das Geld. Ich mach dir wirklich eine ganz geile bayerische Unterhaltung mit Weißwurst und Bier. Doch, schau her, Alois. Dieses göttliche Wasser, das ist Kulturgut, Mann. Freut euch darauf, Kinder. Wenn ihr endlich 16 seid, könnt ihr es auch mal trinken. Und dann geht euer Leben endlich auch den Bach runter. Ich boxe mal, Alois. Das ist einfach viel zu krass. Sepp, reg dich einfach nicht auf. Ist doch alles gut. Du hast schon recht, Alois. Eigentlich sind Castingshows auch nur irgendeine Unterhaltung für den Freitagabend, dass man halt immer zum Schauen hat. Man braucht sich gar nicht drüber aufregen. Ist eigentlich egal. Wichtig ist aber schon zu erwähnen, dass vieles davon wirklich gestellt, aufgebauscht oder einfach gefaked ist. Ihr braucht es nicht glauben, nur weil es irgendwie Reality-TV ist, dass das Ganze dann auch noch echt ist. Denn am Ende ist nur einer der Allerechte. Operator. Oh Mann. Gewonnen hat, und ich komme nun endlich zum Punkt, es dauert vielleicht nur noch 2-3 Stunden, damit die Sendezeit gefüllt ist. Jo, das war doch mal eine arschgeile Folge, oder? Kennt ihr schon alle Folgen von Chill in the Basics? Soll ich hier drüben klicken, wenn nicht, dann mal ordentlich binge-watchen hier. Alles fein, Schlag durchgucken, so ein richtiger bayerischer Marathon, das muss auch mal sein, oder? Ich würde sagen, wir sehen uns auf alle Fälle bald mal hier wieder und bis dahin noch eine wunderschöne Zeit hier auf YouTube und dann bis dann. Wir hätten Musikwunsch, können wir einen Strauß Chlamydien spielen? Ich voll Bock drauf gerade.